Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Ark, liebe Freunde. Und heute ist sogar ein großer Part, denn wir werden heute Extinction beenden und den Alpha King Titan besiegen. Und dann heißt es Adios Extinction, hallo Genesis Part 1. Da bin ich auch ein bisschen froh drüber, muss ich ehrlich gestehen. Aber bevor wir das Ganze machen, Leute, müssen wir noch einige Vorkehrungen treffen. Zuallererst einmal müssen wir unsere Gacha füttern. So, da drücken wir einmal den Knöppel hier, zack. Drücken den nochmal und nochmal. Wir drücken den so lange, ja genau, bis da oben eine Null steht. So, dann fliege ich mal hier rüber. Ich weiß nicht, wie voll die Teile sind. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sehr voll sind. 300, 200, oh, fast alles 300 drin. Okay, und das Ding hier ist auch bis zum Rand voll. Und irgendwas wird da wieder bei mir in der Base angegriffen. Oder ist schon tot? Ich weiß es nicht. Anscheinend ja, ist schon tot. Hier kommen eigentlich nur noch ab und zu ein paar Petris rein. Das ist das Geile mit der Tech-Rüstung. Man kann eigentlich nirgendwo mehr feststacken. Inventory muss ich gleich noch leer machen. So, jetzt haben wir genug Platz. Weil jetzt holen wir nämlich erstmal alles aus den Crystal Crackern raus. Da ist ja sehr, sehr viel drin. Da sind nochmal gute Ressourcen, die wir hier rauskriegen. Ich denke, die werde ich auch gut gebrauchen können. So, jetzt sind die Crystal Cracker auf jeden Fall alle leer. So, dann geht's jetzt los. Wir müssen noch einmal ein bisschen Schlangen klatschen. Ich glaube, gestern hatten 4 Gift gefehlt. Die versuchen wir jetzt zu besorgen. Und dann sind wir eigentlich auch schon so weit. Dann können wir schon mal langsam aber sicher uns in Richtung Alpha King Titan machen. Weil bis ich da alles aufgestellt habe und so, das wird ja auch noch ein bisschen dauern. Oh, da haben wir ein OSD. Aber brauchen tue ich ja eigentlich gar keinen mehr. Ich habe ja schon die Alpha-Zähne zusammen. Ist so, wie es aussieht, auch ein roter. Kein lilaner. Wir brauchen eigentlich nur noch Schlangen. Schlangen sind das Letzte, was ich brauche, um den Alpha-King-Titan machen zu können. Lovu. Ja, natürlich, klar. Wenn das neue Ark rauskommt, werde ich natürlich einen großen Special-Livestream machen. Schlangen hat nichts gegeben. Schade. Ich will nur eine Schlange, die mal was gibt. Da ist eine Schlongi. Ja, 2 Gift, sehr schön. Okay, ich glaube, wir haben das Gift schon zusammen, was ich brauche. Fabi, wie funktioniert das denn mit dem Megamech? Muss ich in den einen das Teil reinpacken und dann fusioniert der automatisch mit allen anderen zusammen? Oder muss man da noch irgendwas machen? Und kann ich den nur während des Fights fusionieren oder schon kurz davor? Gibt es in Genesis Part 1 2 Bosse? Weil da ist nämlich abgeschlossene Mission. Mörder. Ocean Biom und Master Controller. Okay, also ich muss dieses Ding vorher auf den Mech draufsetzen. Also das heißt, ich kann mir wahrscheinlich die 4 anderen Mechs, die ich zum Transformieren brauche, hinstellen. Plus den 5. Bei dem tue ich das Ding schon rein, starte den Fight, gehe in den Mech und dann transformiert der oder wie? Nee, nur 4 insgesamt brauchst du. Okay. Muss ich denn die Ocean Biom-Geschichte machen? Ja, ne? Ich muss ja für den Master Controller alle Missionen gemacht haben, ne? Dann dort C drücken zum Fusionieren. Ich hoffe, dass die C-Taste auch funktioniert. Nicht, dass die Tastenbelegung bei mir anders ist und dann ist das eine andere Taste. Jetzt kurz warten, Leck. Aber die ziehen wir gleich alle rein. Easy going. Das geht. Problem gelöst. Jetzt müssen wir ganz kurz warten, bis der Leck vorbei ist. Und dann tun wir schon mal alles vorbereiten. Brauchen wir einmal 10 Stück hiervon. Davon brauche ich 20. So, dann brauchen wir 20 Segel, 20 Gigaherzen, 300 Corrupted Hearts, die und die Trophäe. Und dann habe ich die alle zusammen, die ich brauche, ne? Ja. So. Dann nehmen wir das mit. 1, 2, 3, 4. Insgesamt 4 Stück brauchen wir. Dann die Vorrichtung. Dann die ganzen Gigas. Und ich nehme meinen Argentavis, glaube ich, zum Transportieren mit. Ich glaube, ich nehme den Desmodos. Hey, hier sind noch Gigas vom letzten Mal. Okay. Let's go, Leute. Digga, warum sind hier hinten noch Gigas? So, wie muss ich das jetzt reintun hier? Da, Modul. Dann wahrscheinlich das. Wobei, nee, ich tue es noch nicht ins Inventar. 3, 2, 1. Meins, let's go. Alpha King Titan.
Let's go! Ich kann nichts machen! Warum mountet der die ganze Zeit raus? Wenn man Leertaste drückt. Junge, der sieht ja komplett anders aus. Holy! Macht der überhaupt Schaden, der Mac? Ich hab keine Ahnung. Ich hau einfach drauf. Kommt schon! Boah! Ja, sie haben ihn gelegt! Holy shit! Alpha King Titan, Junge! So, einfach mal alles übertragen. Das ist ein Skin, ne? Ich habe einen neuen Skin freigeschalten, glaube ich jetzt. Aber ich habe auch noch keine Extra-Level. Kriegt man nicht durch den, Alpha King Titan neue Extra-Level freigeschalten? Nee, durch den nicht? Der ist einer der schwierigsten Bosse. King Titan Trophäe, Alpha. Holy shit. Oh, und der hat auch noch eine andere Flagge. So, das heißt, mit Extinction sind wir fertig, Leute. Das war's, Leute. Extinction ist beendet. Wir haben den Alpha King Titan besiegt. Hier hängt die Trophäe. Ich glaube, hier ist er noch nicht eingetragen. Dafür muss ich, glaube ich, einmal sterben. Doch, Alpha König Titan steht sogar jetzt hier drin. Sehr geil. Also, erfolgreich beendet dieses DLC. Das nächste, wo es weitergeht, ist dann Genesis Part 1. Da werde ich dann heute, beziehungsweise morgen für Leute im Livestream, für die Leute auf YouTube, heute um 10 Uhr anfangen. Und dann werden wir gucken, dass wir Genesis Part 1 jetzt dann nach und nach durchspringen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar da. Und ansonsten, wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie es weitergeht in Genesis, haut gerne ein Abo raus und aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss zusammen.